sind Sie eingebunden in diesen ganzen Entscheidungsprozess? Wie viel haben Sie mitbekommen davon, die Konstantini bleibt jetzt noch für diese zwei oder drei Spiele? Wie haben Sie das miterlebt? Halten Sie das für eine gute Entscheidung? Schauen Sie, die Teamchef-Entscheidung ist Chefsache. Aber ich kann dazu sagen, dass ich das erste Mal eingebunden bin in diese Entscheidung, nämlich den Teamchef, den Präsidenten zu beraten, ihn zu unterstützen. Ich war bei den Teamchef-Entscheidungen, zum Beispiel Karel Brückner, nicht eingebunden. Und es ist jetzt das erste Mal. Nur, wenn ich nur antworten darf, was Sie gesagt haben, Sie haben wieder einige Punkte etwas durcheinander gebracht. Die erste Phase wollte ich zuerst schon erklären. Ich sage es Ihnen vielleicht noch mit einem anderen Beispiel. In den 80er Jahren sind in Frankreich, und ich kenne alle Länder Europas, da hat der ÖFB auch nicht geschlafen, sondern wir haben alle Länder Europas studiert, auch den Osten, hat Frankreich die Centre Préformation, die Centre Formation gebildet. Was war da in Österreich? Und ihr plakativer Absturz von Österreich ist da Fuß gelegt worden, Basis gelegt worden. Wir haben wunderbare Spieler gehabt, wunderbare Generationen und haben es verabsäumt, aufgrund des Erfolges die Hausübungen im Nachwuchsbereich höchst professionell zu machen. Die erste Akademie wurde von Frank Stronach dankenswerterweise im Jahr 2000 gegründet. Da gab es in allen Spitzenländern Akademien. Wir haben jetzt, ich glaube, eine Akademielandschaft in Österreich in den letzten 10 Jahren aufgebaut, die sich international sehen lassen kann. Sonst würden nicht alle nach Österreich kommen und die Spieler einkaufen, wenn hier das Produkt nicht stimmen würde. Aber auf der anderen Seite ist es zu früh, wirklich zu früh, dass diese Spieler, Alaba, Baumgartlinger, Junusovic, alle diese jungen Spieler, Roja, Arnautovic, diese Leistungen schon auf Top-Niveau bringen können. Das ist meine feste Überzeugung davon. Also selbst wenn man jetzt außer Betracht lässt, dass man diese, es ist noch zu früh Geschichte, jetzt die letzten 10, 15 Jahre eigentlich schon hören, und davon ausgeht, dass es anhand der praktischen Beispiele logischerweise auch stimmt, war es schon wichtig, wenn Spieler, die jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr oder eineinhalb Jahre in Italien, Deutschland oder sonst wo in einem modernen System, unter einem sehr modernen Trainerteam arbeiten, wenn die dann zum Nationalteam zurückkommen, dass die dann mit vergleichbaren taktischen Vorgaben dann auch ausgestattet werden und dann die Dinge, die sie aus ihrem neuen Leben als Fußballer in der richtigen Fußballwelt draußen kennen, dann auch tatsächlich aufs Feld geschickt werden. Und das ist, hörte man, zuletzt eigentlich schon jahrelang nicht der Fall gewesen. Das ist vielleicht die Krux der Nationalmannschaft, der A-Nationalmannschaft, um die es mir ja gar nicht so sehr geht, weil sie vorher die ganzen, also weil sie vorher gesagt haben oder versucht haben, die Jugendarbeit der Schweiz jetzt irgendwie zu relativieren. Die sind U21 Vize-Europameister und haben eine unter 17 Weltmeisterschaft gewonnen. Wobei es aber wurscht ist, die könnten jetzt auch hier sich nicht qualifiziert haben oder Achter werden. Die haben eine wirklich präzise Politik, wie sie ihre Jahrgänge systematisch aufbauen. Das hat es bei uns eine Zeit lang, ich würde jetzt gefühlt sagen, vor 3, 4, 5 Jahren hat das bei uns auch prima funktioniert. In der Zwischenzeit ist es so, dass sich die U21, U20 Trainer gegenseitig die Spieler abspenstig machen und wegnehmen. Einer wird nicht, ein 19-Jähriger wird nicht für die U20-WM nominiert, weil er zu schlecht ist, wird aber dann auf Abruf für die Nationalmannschaft nominiert. Also da wird einfach nicht abgesprochen, sowohl was jetzt die Entwicklung der Spieler betrifft, als auch was jetzt die Philosophie und die Systematik betrifft. Da gibt es einfach zu geringe Absprachen und das ist in den letzten Jahren erst massiv eingerissen. Und das hat diese ganzen Mannschaften natürlich ein bisschen runtergezogen. Das Ideal, von dem Sie sprechen, das gab es einmal ganz kurz, würde ich sagen, Mitte oder Ende des letzten Jahrzehnts. Das System hat sich aber ein bisschen wieder in Richtung Wurstigkeit, meines Gefühls nach, verzogen. Ein ganz gefährliches, sehr österreichisches Phänomen, wenn irgendwas gut läuft, wenn man sagt, okay, unsere Nachwuchsarbeit läuft jetzt prima, passt schon, kümmern wir uns jetzt nicht ganz so drum mehr. Und deswegen schauen jetzt die aktuellen Ergebnisse jetzt nicht nur der A-Nationalmannschaft, sondern eben auch U21, U20 wahrscheinlich so aus, wie sie ausschauen. Wie schauen sie aus? Unkoordiniert. Es ist unkoordiniert. Okay. Wenn man sich das anschaut jetzt,
Sie sagen, in der letzten Phase lässt das nach. 2009 mit der U19 unter den letzten 7 Europas. Ja? Und die Weltmeisterschaftsteilnahme, das ist also 2010, Entschuldigung, das ist 2010 und 2011 zur Weltmeisterschaft. Sie müssen aber auch einmal hinter die Kulissen schauen. Mit einem hervorragenden Jahrgang übrigens, ja, mit unglaublichen Talenten. Ja, ja, aber mit fast 10 Spielern, die nicht dort gewesen sind. Aus Verletzung, aus Nichtabstellung und zwar extrem aus dem Ausland. Das heißt, ein Alaba hätte spielen können, ein Dragovic hätte spielen können, ein Holzhauser hätte spielen können. Die ausländischen Vereine, und das ist wirklich einmal positiv, das sagen zu dürfen hier im Fernsehen, die ausländischen Vereine haben uns die Spieler nicht gegeben. Ich war wirklich sehr verärgert, dass Lapadia zum Beispiel gesagt hat, Holzhauser wird nicht abgestellt für eine U20-Weltmeisterschaft für Österreich und hat in der Regionalliga gespielt, in der dritten Leistungsstufe in Deutschland statt dieser Weltmeisterschaft. Das wird für uns schwierig. Und die Bedingungen, die dort geherrscht haben, mit fast 100% Luftfeuchtigkeit und mehreren Bereichen, die sehr, sehr schwer waren, hat einfach nicht mehr möglich gemacht. Naja. Österreich kann nicht mit einer zweiten Mannschaft zur Weltmeisterschaft fahren, unter Anführungszeichen, und dort noch brillieren. Das ist sogar Deutschland 2009 den Horst Rubisch passiert. Herr Rothenstein, ich will's, wir haben sehr viel Zeit, aber es ist auch das wieder zu wenig. Aber ich will es noch ein bisschen konkretisieren. Ich höre zum einen ein bisschen heraus, es ist noch zu früh, zum anderen aber auch ein bisschen, natürlich versuchen Sie viel zu erklären, aber zum anderen höre ich auch ein bisschen so heraus, mehr ist uns gar nicht möglich. Ist das so? Ich glaube in der Zukunft schon. Es ist mehr möglich. Das heißt, was braucht es noch? Zeit? Einfach nur Zeit? Oder was braucht es? Es braucht Zeit, ganz sicher, dass die Spieler in diesen Top-Mannschaften wirklich Stammspieler werden und dann zur Nationalmannschaft kommen. Und es ist sicherlich auch notwendig, Sie haben es etwas angedeutet, dass wir in allen Bereichen die Durchgängigkeit bis ganz nach oben schaffen und Projekte, das hat mich sehr gefreut, dass Sie die nämlich akzeptieren. Auf Ihrer Online-Homepage ist nur ein Punkt falsch. Sie haben wieder die Schweiz Futuro-Projekt, was ähnlich ist, als Beispiel herangezogen. Das ist aber nach dem Challenge-Projekt entstanden. Da waren wir vor diesem Projekt dran. Die Schweiz arbeitet und seit den 90ern da ganz aktiv. Der ÖFB hat nie irgendetwas Positives. Das habe ich ja vorher auch nicht gesagt. Das stimmt ja nicht. Und wenn wir hier noch optimieren in dieser Durchgängigkeit, in dieser wirklich umfassenden Betreuung, dann bin ich überzeugt, dass sich unsere Nationalmannschaft auf dieses Niveau entwickelt, das wir alle gerne haben wollen. Das ist phasenweise war es auch in diesem Jahr der Fall. Das haben auch viele Medien wirklich fairerweise anerkannt. Spiel gegen Deutschland oder auch Phasen in anderen Spielen. Aber warum? Woran scheitert es auf diesen letzten 5 Metern? Hat es auch damit zu tun, dass halt der einzelne oder viele Funktionen im ÖFB ein bisschen so wie Nebenjobs ausschauen? Also manchmal wirkt es ja so, als hätten da Experten bei Fernsehsendern einen Nebenjob als, ich weiß nicht was, Tormann-Trainer bei der U irgendwas. Hat es auch damit zu tun, dass die Präsidenten halt letztlich da nur, also keine Fulltime Funktionäre sind, sondern das halt nur nebenbei machen, dass auch auf der Landespräsidentenebene da Leute mitreden, die halt eher aus der Politik kommen, eher aus der Sportpolitik kommen und wie der Herr Glodowatz im Beitrag angedeutet hat, da nicht immer die Qualität der zu bestellenden Personen dann wichtig ist, sondern andere Dinge. Warum gibt es nicht sowas wie einen Sportsdirektor, der mehr Befugnisse hat, als es beim ÖFB der technische Direktor hat. Warum hat man nicht sich am deutschen Beispiel Bierhoff einen Teammanager organisiert, der einfach sich um die Medienarbeit hauptsächlich kümmert? Da gibt es lauter Möglichkeiten hier zu optimieren, die Dinge besser zu machen. Und es geht halt, seit ich das beobachte, und ich bin jetzt auch kein heuriger Hase mehr, da geht irgendwie nicht sehr viel weiter. Und das sind die letzten 10, 15 Meter, auf denen halt dann zu wenig passiert. Da waren viele Dinge als Fragen formuliert. Ich lasse jetzt trotzdem einmal so stehen, als Vorwürfe, bin so gemein und ende das ab, weil ich weiß, dass der Wolfgang zum einen ein bisschen ein zurückhaltender Mensch ist, dem aber einiges unter den Nägeln brennt. Und darum möchte ich da mal gerne die Rutsche legen.
Ja, ich bin jetzt wieder beim Nachwuchs. Ich möchte mich jetzt nicht auf Namen festlegen und sagen, Ivancic, Stranzl, weil ich kann mich erinnern, wie der Ivancic gespielt hat, ist der Hilgersberger gegeißelt worden, weil er ihn immer aufgesperrt hat und forciert. Und jetzt wollen wir ihn wieder und den Stranzl und den Manninger auch, weil ich sage, es sind immer die Abwesenden, die Sieger, das ist immer dasselbe Spiel. Ich meine, man sollte aber, beim Nachwuchs muss man schon einiges überdenken. Also abgesehen davon, dass ich bleibe dabei, die entscheidenden Fehler sind in den 90er Jahren gemacht worden. Die Schweiz hat begonnen mit ihren Projekten, glaube ich, 92 oder 94. Ja, genau. Und wir haben es dann kopiert oder verbessern wollen, was ja keine Schande ist, von Guten was zu übernehmen. Aber was mir zwei Dinge geben zu denken. Das eine ist, ich habe den Eindruck, dass zu viele ähnliche Spielertypen herauskommen, dass wir beispielsweise auf den Außenpositionen, Außenverteidiger haben wir nichts. Ich glaube auch den Grund zu kennen, weil es überall das Gleiche ist. Die Mama möchte haben natürlich, dass ihr Burli mit dem Zehner spielt am Rücken. Die Besten werden automatisch immer ins Zentrum gestellt. Und dann wundern wir uns, wann wir dann keine Außenverteidiger haben. Und es hat sich ja gezeigt, die Spanier zeigen es uns ja vor, dass heute alles über die Außen, oder fast alles über die Außenpositionen geht. Die spielen zu Barca, spielen zum Beispiel ohne einen wirklichen Rambo, ohne einen zentralen Mittelstürmer.